Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben in Winterberg am Arsch der Welt geparkt, weil Dirt Masters ist. Und wir hatten die gute Idee, ja, heute hier hinzufahren, weil das letzte Mal, als wir nach Winterberg wollten, mussten wir die Tickets stornieren, weil ich krank war. Ja, wir werden mal sehen, was das heute gibt. Außerdem versuchen wir gleich bei Canyon ein Testbike zu ergattern, um mal vielleicht einen Downhill zu fahren. Also viel Spaß beim Video. Fahren die echt diese ganzen Alternativlinien runter, dann liegt hier der Scheiß auf der Strecke. Das ist echt kein Spaß. So. Also Leute, ja, wie sich herausgestellt hat, sind hier halt tatsächlich auch kaum Lines offen. Loose Lee, Flow Country und eigentlich alle blauen halt nur. Das war's, viel mehr ist nicht auf. Aber naja, wir machen uns trotzdem einen schönen Tag. So Leute, erste kleine Abfahrt gemacht. Schneewittchen zum Warmrollen. Macht immer noch Spaß, aber kommt mir extrem langsam vor heute. Ich glaube, ich muss die gleich mal richtig schneller fahren. Jetzt rollen wir einmal den Ferry Trail runter, nochmal eine komplette Abfahrt und danach schauen wir mal bei Canyon vorbei und ich hoffe einfach sehr, dass ich einen Sender testen kann und ja, ich bin schon nervös. Round 2. Ja, wie ihr seht, fahre ich immer noch das Torque. In L sind beide ausgeliehen, aber die Michi hat einfach eins bekommen. Schafft es allerdings jetzt nicht zum Trail zu radeln. Ich muss schieben, sonst keine Power mehr für den Ferry Trail. Ja, ich hoffe, wenn wir vielleicht gleich nochmal vorbeifahren, dass vielleicht eins da ist,
sonst habe ich halt Pech gehabt. Kann man nichts machen. So Leute, herzlich willkommen aus dem schnellsten Lift in Winterberg. Die meisten schaffen es hier auch nicht, das Fahrrad reinzustellen. Und dazu ist der halt auch noch sowieso mega langsam. Am besten fährt man den auch einfach nur einmal, um diese Panorama-Aussicht zu genießen. Hier, ihr seht, traumhaft schön. Und dann auf jeden Fall nicht mehr, weil sonst geht viel zu viel Liftzeit flöten. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg auf den anderen Berg, um mal zu schauen, wie das auf der Flow Country aussieht, wie voll der andere Lift vor allem ist. Weil ich würde eigentlich gerne auf jeden Fall einmal die Loose Leaf fahren. Weiß nicht, ob ich heute noch einen Sender testen kann oder nicht, werden wir sehen. Eigentlich lohnt es sich schon fast nicht. Also das haben wir jetzt ja noch eine Stunde ungefähr. Dann sind anderthalb Stunden vielleicht so circa um. Und dann glaube ich nicht, dass wir noch genug Zeit haben, beim Lift zu fahren. Ja, aber vielleicht schafft man eine ganz kurze Ausfahrt, keine Ahnung. Oder ich fahre damit über einen Übungsparcours. Gucken wir mal. Aber jetzt erstmal Panorama-Lift. Let's go. Ganz anders aus hier, ey. Komplett strange.
Also, obwohl das Dirt Masters Wochenende war, war eigentlich nicht so viel los. Besonders am großen Lift standen eigentlich gar nicht wirklich so viele Leute. Allerdings, da es irgendwie so ein Trend geworden ist, sich von der Seite links und rechts nach vorne zu drängeln, hat das sich einfach extrem in die Länge gezogen. Und ich werde später nochmal was in dem Video dazu sagen, aber das war so ein Punkt, der hat mir nicht so gut gefallen. Außerdem sind wir natürlich später mal kurz über die Expo gerollt. Allerdings war mir irgendwie die letzten Tage immer weniger nach so Trubel. Und dazu werde ich auch in den weiteren Videos mal ein bisschen mehr erzählen. Und warum, weshalb das Ganze so sich entwickelt hat. Und warum ich auch dieses Mal nicht am Wochenende nochmal extra bei Dirt Masters gewesen bin. Aber mehr dazu in den nächsten Videos. Ja, Leute, mit dem Sender ausleihen hat auch beim zweiten Versuch nicht geklappt. Das Bike in L schieben sich irgendwie so ein paar Jungs die ganze Zeit untereinander hin und her und deswegen kann das kein anderer Mensch ausleihen. Fand ich jetzt nicht so cool, aber egal. Sollte halt nicht sein. Die Michi ist jetzt richtig glücklich, das Spectral wieder zu haben, weil das Sender hat ihr einfach auch gar nicht gefallen. War halt einfach viel zu viel Federweg, lief schlecht, 29 Zoll vorne war auch nicht gut. Ja, deswegen ist sie jetzt richtig happy, dass das Spectral wieder da ist. Sieht halt auch, wenn wir ehrlich sind, sieht das ja auch viel besser aus. Und mein Dropper-Post geht nicht runter. Also ja. Man merkt auf jeden Fall, dass diesmal irgendwie mehr Planungszeit war und die ganzen Firmen sich echt getraut haben, wirklich auch in die Planung zu gehen für dieses Event. Weil ihr wisst ja Bescheid, letztes Jahr lief das Ganze unter einem bisschen anderem Motto und es war viel, viel weniger los. Nicht nur, dass weniger Menschen da waren, es waren auch viel weniger Marken da und viel weniger Stände. Deswegen war es eigentlich ziemlich, ziemlich cool, dass dieses Jahr das Festival mal im vollen Ausmaß stattfinden konnte. Und ich freue mich auf jeden Fall für alle, die hier ein super geiles Wochenende hatten. Ich mache die Kamera an und dann fängt das Navi an zu reden. Ja, Leute, wir sind im Auto auf dem Rückweg. Das war's. Bikepark Winterberg. Erster Besuch dieses Jahr. Echt spät bin ich das erste Mal da gewesen. Und dann blöderweise auch zum Dirt Masters Festival. Aber egal. Jetzt rechts abbiegen. Alles in allem lief's gut mit dem Fahren. War aber auch keine große Herausforderung, weil ja eigentlich nur die Flowlines offen waren und ja, da gab es einfach ja nicht viel. Da gab es nicht viel zu tun und keine großen Challenges. Ich wäre eigentlich voll gern die Loose Lee noch gefahren, aber es war so höllisch viel los am großen Lift. Und da muss ich einfach mal zu einer Sache kommen. Die ganzen Jugendlichen, die dort so fahren, zwischen, weiß ich nicht, 12 und 16, 17. Jungs, hört einfach auf, euch da vorzudrängeln. Das Ganze funktioniert einfach viel besser, wenn sich alle ganz normal in die Liftschlange stellen. Ist wie Stau auf der Autobahn. Wenn alle immer versuchen, die schnellste Linie da zu wählen und hin und her fahren, wird der Stau einfach nur noch schlimmer und am Ende ist das eine Vollkatastrophe. Und es hat
das ist mir schon richtig hart auf den Sack gegangen, dass auch noch Leute neben mir standen und sagten, ey, willkommen, wir gehen ganz nach vorne. Da sagt keiner was. So. Und dann sind die auch ruckzuck an der Seite ganz nach vorne gegangen. Und das hat auch einfach funktioniert. Heute war die Liftschlange richtig komisch. Ihr habt es vielleicht auf den Videos gesehen. Das war irgendwie nur ein riesen Geknubbel. Und dann kamen die Jungs von der Loose Lee runtergefahren. Dann kamen welche von den anderen Lines runtergefahren. Alle sind außen rum. Und die Leute wie wir, die sich dann einfach ganz normal angestellt haben, haben halt dann ja verkackt gehabt, ne? Und das finde ich echt nicht cool. Außerdem, was auch noch nicht cool war, auf Schneewittchen und Fairy Trail sind halt einige, haben halt Lines gefahren, man sieht das immer sehr, sehr gut vom Lift aus, die eigentlich nicht zur Strecke gehören. Das heißt einfach so querfeldein und durch diese Aktionen lag halt dann jede Menge Scheiß auf der Strecke. Da lagen Steine rum, da lag dann Geäst rum. Und gerade für Schneewittchen und Fairy Trail, für wo Anfänger auf die Strecke gehen, weil sie nichts Böses erwarten oder Eltern auch mal mit ihren Kindern und solche Sachen. Und dann liegt da auf einmal sowas rum, ist halt auch nicht cool. Und außerdem fahrt ihr dann auch noch wahrscheinlich irgendwo irgendwelche Anliegerkurven kaputt, wenn ihr über die Ränder fährt von der Anliegerkurve. Ja, auf jeden Fall all so Aktionen finde ich irgendwie nicht so cool. Ich weiß, ich habe eh nicht viele junge Zuschauer, aber für alle jungen Zuschauer, die ich erreiche, ja, macht einfach nicht sowas. Seid ein gutes Vorbild für andere und seid vernünftig, seid fair in sowas wie Liftschlangen. Ihr drängelt euch ja auch nicht irgendwo im Supermarkt vor oder sonst wo. Ja, so, lange Rede, kurzer Sinn. Hat trotzdem Bock gemacht. Ich hätte halt unglaublich gern mal einen Sender gefahren, aber hat leider nicht sollen sein. Nicht so schlimm, muss ich ein anderes Downhill-Bike testen oder es ergibt sich irgendwie anders. Naja, auf jeden Fall würde ich unglaublich gern nochmal unter der Woche hinfahren. Muss ich mir Zeit freischaufeln und unter der Woche nochmal auf Winterberg und dann, wenn alles offen ist, da alles fahren, weil so war zwar ein schönes Warm-up, aber mehr halt auch nicht. Und irgendwann ist man ja so ein bisschen, ja, von lauter Anlieger und Kurvenfahren und Sprünge und alles glatt geshaped ein bisschen gelangweilt. Das ist das erste Mal, dass mich das so ein bisschen langweilt und wo ich mir zwischendurch mal so einen Enduro-Trail wie in Willingen oder so gewünscht hätte. Oder halt einfach die Downhill-Line in Winterberg. Wenn die halt offen gewesen wäre heute, wäre mega gewesen. Gut, Leute, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, ihr wisst Bescheid. Lasst keinen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.